unsere Einwand auf einmal jetzt. Da geht's dahin, wo ich will. Guck mal. Au, du bist schon der Weg! Aus da rein! Ich glaube, da oben ist er. Hey, Sie! Sind Sie einmal! Sind Sie einmal von Zeit! Bleib stehen! Schieße! Stopp. Aus der ist Evers geschossen worden. Ich habe ihn genau gesehen. Ja. Da ist er hingelaufen. Ja. Ja. Gut, wir wissen jetzt alles. Wir können eigentlich nach Hause gehen. Ja. Vielen Dank. Wir rufen Sie an. Haben Sie meine Adresse? Ja, habe ich. Ja. Ja. Herr Cosma. Komme. Er wurde erschossen. Aus nächster Nähe. Kaufhausdetektiv. Kleber Thomas. Danke. Herr Wagner, wir haben ihn. Die Beschreibung passt genau. Wunderbar. Legst du hin. Wo? Unten am Eisernen Steg. Eben nicht. Das ist einzig und allein sein Problem. Das ist doch auch gut so. Herr Dr. Frank. Entschuldigung. Frau Hude ist da. Sie sagt, es sei sehr dringend. Ja, ja, soll reinkommen. So, da bin ich wieder. Ich habe Besuch. Wir sehen uns ja dann auch Montag bei Gericht, ja? Rainer. Bis dann wieder. Angelika. Rainer, grüß dich. Hallo. Du, entschuldige, dass ich so ohne Termin hier bei dir reinplatze. Mach doch nichts. Was ist denn los? Du bist ja so nervös. Michael ist verhaftet worden. Warum das denn? Er soll jemanden umgebracht haben. Ich komme gerade aus Mailand von der Kunstmesse. Zu Hause finde ich eine Nachricht vor von der Polizei. Michael ist verhaftet worden. Ich rufe sofort an, aber sie lassen mich nicht mit ihm sprechen. Sie sagen nur, Michael hat jemanden umgebracht. Du hast nicht selbst mit ihm sprechen können? Nein, sie haben es nicht zugelassen. Herr Dr. Frank, wir haben Frau Hude nicht verwehrt, mit ihrem Sohn zu sprechen. Ganz im Gegenteil. Er ist es, der sich geweigert hat, sie zu sehen. Aber das habe ich Ihnen bereits am Telefon gesagt. Das ist unmöglich. Sie lügen mich an. Dr. Mock heute ja. Was haben Sie mit Michael gemacht? Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Frau Hude, ich verstehe Ihre Aufregung, aber er will Sie wirklich nicht sehen. Das glaube ich Ihnen einfach nicht. Angelika, ich werde Michael gleich selbst fragen. Wen soll Herr Hude denn nun umgebracht haben?
umgebracht. Thomas Kleber, Kaufhausdetektiv. Michael Hude steht im Verdacht, ihn gestern gegen 20.30 Uhr erschossen zu haben. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Mein Sohn bringt niemanden um. Welche Beweise haben Sie denn? Keine, er kann keine haben, er kann keine haben. Mein Sohn bringt niemanden um. Das kann er gar nicht beweisen. Frau Hude, wir müssen das nicht beweisen. Wie darf ich denn das verstehen? Ihr Sohn hat die Tat gestanden. Hallo Michael. Hallo Rainer. Meine Mutter schickt dich, was? Warum willst du denn nicht mit ihr sprechen? Ich will eben nicht. Ja, aber warum nicht? Sie möchte dich sehen. Aber ich sehe nicht. Dann kannst du mir ja mal erzählen, was passiert ist. Ich habe ihn erschossen, das ist passiert. Ja, aber warum? Ich habe ihn erschossen, genügt das denn nicht? Nein. Oh. Ach, sag mal, ist dir das überhaupt recht, dass ich dich verteidige? Irgendeinen Anwalt brauche ich ja doch. Warum nicht ich? Ja, da musst du mir aber schon mal erzählen, was alles passiert ist. Ne? Also ich war im Kaufhaus. Was ist eine Zigarette für mich? Ich rauch doch nicht, das weißt du doch. War im Kaufhaus. Irgendwann merke ich, dass mich dieser Typ verfolgt. Ich bin ein paar Mal mit der Rolltreppe rauf und runter gefahren. Ja, immer hinter mir her. Da wird mir die Sache zu blöd und ich warte an der Ecke auf ihn. Frag ihn, was er von mir will. Er sagt, er würde aufpassen, weil ich was klauen würde. Er sei nämlich der Hausdetektiv und er würde Diebe an ihrer Fresse erkennen. Das hat er so zu dir gesagt? Ja, er würde Diebe an ihrer Fresse erkennen und dass ich jetzt besser hier verschwinden soll. Warum bist du nicht zum Geschäftsführer gegangen und hast dich beschwert? Ich weiß nicht. Was hast du denn dann gemacht? Ja, ich bin nach Hause gegangen. Aber ich hatte so eine Wut. Dieses Schwein! Sowas hat noch nie einer zu mir gesagt. Ich habe mich immer mehr aufgeregt. Ich muss da einfach nochmal hin, verstehst du? Warum denn? Was wolltest du denn noch von ihm? Ja, ich weiß nicht, ich wollte... Weiß nicht. Ich habe einfach so einen Hass bekommen. Ich habe mir die Szene immer wieder vorgestellt und jedes Mal ist meine Wut größer geworden. Also habe ich die Pistole eingepackt und bin hingegangen. Gerade als ich am Kaufhaus ankomme, geht er raus. Ich ihm hinterher, halte ihn auf, ziele mit der Pistole auf ihn. Er sollte sich entschuldigen. Aber er hat mich ausgelacht. Hat gesagt, er würde mir ein paar aufs Maul hauen, wenn ich nicht verschwinde. Und dann wollte er mir die Pistole wegnehmen. Ja, ja und dann? Da habe ich geschossen. Glaubst du doch nicht etwa? Du, genau so hat er mir das erzählt. Eine Pistole? Woher soll denn Michael eine Pistole haben? Die hat er sich vor ein paar Wochen am Bahnhof besorgt. Ja, wozu? Warum? Weil er einfach eine Pistole haben wollte, sagt er. Also das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ich sag dir, er lügt. Und warum sollte er das tun? Ja, das weiß ich eben nicht. Rainer, warum will er mich nicht sehen? Weil er genau weiß, er kann mich nicht anlügen. Er weiß, ich würde das sofort merken, verstehst du? Also gut. Wir haben einen Mord, eine Leiche und einen Mörder, der die Tat gestanden hat. Welche Rolle soll ich bei dem Drama spielen? Josef, du hast mir nicht zugehört. Doch, hab ich. Seine Mutter glaubt nicht, dass er es war. Das tun alle Mütter. Ich glaub ihm das auch nicht, denn ich bin keine Mutter. Ach nee. Und wie willst du ihn dann verteidigen? Genau das frage ich mich auch. Josef, du musst mir helfen. Wir müssen rausfinden, was in Wirklichkeit passiert ist.
Bist du deiner Sache so sicher? Nein, aber die Mutter ist es. Wer zahlt? Na sie, ich bin in ihrem Auftrag hier. Ich soll also einem geständigen Mörder beweisen, dass er nicht der Täter ist. Okay, ich versuch's. Aber keiner beschwere sich, wenn ich am Ende herausfinde, dass er doch der Mörder war. Josef, ich hab doch gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Die Polizei hat nichts weiter gefunden als die Patronenhülse. Ja. Wo ist denn die Pistole geblieben? Er sagte, er hätte sie in den Main geworfen. Das klingt aber nicht sehr logisch. Wenn einer so vorsichtig ist, dass er die Tatwaffe wegwirft, dann wird er doch nicht so sorgfältig die Patronenhülse aufheben. Na eben. Passt die Hülse denn zur Kugel? Ja, leider. Ach, das wird aber auch Zeit, dass Sie in Ihren Trip endlich mal putzen, Herr Madula. Guten Tag. Das letzte Mal haben Sie es gar nicht gemacht, das habe ich genau gesehen. Und mit dem alten Lumpe wird das auch wieder nix. Das ist ja, das werde ich dem Hausmeister erzählen. Eine Unverschämtheit, was an mir alles gebaut. Das tut mir aber wirklich sehr leid. So eine Putzerei, unverschämt. Dann kannst du ja nun anfangen. Wenn ich mit der Treppe fertig bin, komm rein. Das ist alles. Halt noch mal an. Nachtkurier schreiben Sie. Ja, da ist ein Aspekt. Danke. Der unsere Leser interessieren würde. In letzter Zeit hört man häufig, dass Kaufhausdetektive, sagen wir mal, etwas übereifrig sind. Hatten Sie mit Ihrem Detektiv solche Schwierigkeiten? Herr Kleber war ein fleißiger Mitarbeiter. Sachlich, korrekt. Er hatte eine hohe Erfolgsquote. Bis zu 20 Diebe hat er an manchen Tagen gefasst. Ist das viel? Sehr viel. Da schauen Sie unsere Statistik. Die anderen Detektive hatten nur knapp die Hälfte. Hatten Sie denn öfter Beschwerden über ihn? Über Herrn Kleber? Nein, nie. Er war zwar ein Mann des schnellen Zugriffs, aber immer korrekt. Sie auch? Danke, aber wenn Sie vielleicht ein Bierchen hätten. Wenn einer schon Kleber heißt, dann soll ja nichts Schlechtes über Verstorbene sein. Oh nein, nicht die schon wieder. Ach, der Kleber war einfach eine alte Sau. War ja für den Kerl nirgends sicher. Der soll ja mit der Kugelcheck im Teppich lagern. Nicht nur mit der. Der ist doch auf jede gesprungen, die nicht schnell genug aufgestanden ist. Also von dem hätte ich nicht erwischt werden wollen, wenn ich was geklaut hätte. Achtung, Schatte. Alles klar? Alles klar. Josef! Petra! Josef! Josef! Ach Gott, ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ich hab die ganze Petra, Zeit gewusst. Petra, ich bin rein. Oh mein Gott, ich freue mich so. Oh, Schatte. Jetzt gibt's Ärger, naja, egal. Okay, ich komme heute Abend vorbei, ja? Ach du, ich freue mich. Was recherchieren Sie denn hier? Danke. Machen Sie das bitte in Ihrem Nachtkurier. Was sollen denn die Kunden denken, wenn Sie hier unsere Verkäuferinnen abknutschen, bitte? Dass der Kunde König ist. Zigaretten. Oh, danke. Ja, die Polizei hat die Pistole nicht gefunden. Sie liegt aber dort, wo ich gesagt habe. Warum hast du denn eigentlich nicht wieder? Hast du Feuer? Oh, nee, da habe ich nicht dran gedacht, du entschuldige. Macht ja nichts. Sag mal, warum hast du die Patronenhülse nicht zusammen mit den Handschuhen und der Pistole weggeworfen? Weiß nicht, es ging so schnell. Du sagst, du hättest Handschuhe getragen. Gut, das erklärt, warum du keine Schmauchspuren an den Händen hast, aber warum hast du nicht das ganze Beweismaterial auf einmal zusammen weggeworfen? Das klingt doch unlogisch. Warum? Was weiß ich. Michael, warum willst du nicht sagen, was wirklich passiert ist? Es war so. Ja, kannst du nicht oder darfst du nicht sagen? Hängt da noch jemand mit drin? Willst du jemanden nicht verraten?
Bedroht dich jemand? Oder jemand anderen? Bitte, Rainer, hör auf, ja? Bringst du jemanden in Gefahr, wenn du redest? Komm, Michael, wer zwingt dich? Oder bist du erpresst? Es war so, wie ich gesagt habe. Das ist bisher nicht viel. Eben. Aber ich habe ja auch erst angefangen. Was denken Sie? Noch gar nichts. Ich versuche herauszufinden, welche Verbindung wirklich zwischen Michael und Kleber besteht. Das ist es. Bitte schauen Sie sich um. Ich bin unten, falls Sie mich brauchen. Mal Kinder und mal nett, mal moin zum fünf, mal acht zum drei. Wissen Sie, der Herr Madula ist ein Asch und zuverlässig schon müde. Danke. 10.11.14.30 Uhr, Schmuckgeschäft im Kaufhaus, würde ich sagen. Oh Mann. 10.11.14.30 Uhr. Immer noch Schmuckgeschäft. 10.11.14.35 Uhr. Oma, geh da runter, wir spielen hier nicht. Mann. Also 14.35 Uhr Lagerraum im Kaufhaus. So, das war's. Schon wieder halb eins. Rainer. Kann ich heute Nacht bei dir pennen? Kannst nicht mehr fahren? Doch, doch. Erinnerst du dich an die Party bei Manfred? Na klar, da warst du fast totgelacht, weil diese Frau, wie ist die, Thea? Petra. Petra, so eine große Blonde. Sie hat dir doch fast das Ohr abgefressen. Und? Die steht mit dem Blumenstrauß bei mir vor der Tür. Wir gewähren dem Verfolgten Asyl. Lückenlos. Die letzten zwei Wochen im Leben des Thomas Kleber. Nur der letzte Tag fehlt. Stimmt. Und damit sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Umbau, schöne Scheiße. Aber ich hab dich gewarnt. Keiner beschwere sich. Ja, ist ja gut. Also, Michael hat Kleber beschattet, wochenlang, fast rund um die Uhr. Verstehe ich nicht, wieso? Ja, genau, das ist die Frage. Jedenfalls erzählt Michael Märchen, das steht nur fest. Und hiermit wird die Sache nur schlimmer für ihn. Also, bei seiner Version kämen wir vielleicht mit Totschlag davon, aber mit diesen Beweisstücken ist das für den Richter eiskalt geplanter Mord. Überleg doch mal, wenn ich jemanden umbringen will, dann bringe ich ihn um und fotografiere ihn nicht. Hast du sicher recht. Trotzdem. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wenn wir davon ausgehen, dass Michael es nicht war, muss es ein anderer gewesen sein. Toll. Aber wer? Vielleicht ist auf einem dieser Fotos. Sagen Sie, sind Sie jeden Tag hier? Seit 23 Jahren. Warum dann? Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Kennen Sie den Mann hier? Beides ist doch der Kapeller. Der mit dem Ramschladen da drüben. Der verkauft alte Möbel. Den anderen, den kenne ich auch. Wer ist denn der andere? Der hat sich mit dem Kapeller gestritten, direkt vor meinem Laden.
War die letzte Woche oder so. Was darf's denn sein? Kaugummi. Zwei. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie Herr Capella? Ja, warum? Ich brauche ein paar Sachen. Ein Bekannter von mir hat sie empfohlen. Er hat gesagt, geh zu Capella, da kriegst du alles. So, wer war das denn? Ein Freund von ihm. Thomas. Thomas Kleber. Kenn ich nicht. Ich? Thomas Kleber, der Kaufhausdetektiv. Kurze Haare, Brille, Bauchansatz. Läuft immer im Trenchcoat rum. Kenn ich nicht, sag ich doch. Ist ja auch egal. Hauptsache, er kennt Sie. Ich brauche nämlich einen Kühlschrank. Aber mit 3 Sterne. Gebrauchte Kühlschränke habe ich dort. Alte Schlampe. Wie sieht's denn mit dem Neuen aus? Haben Sie da was Günstiges? Neue Sachen gibt's hier nicht. Mensch, Mädchen, du bist schon wieder zu spät. Da hinten stehen 2 Schränke, die kannst du als erstes abbeißen, klar? Da hast du Gummihandschuhe? Kein Problem. Kommen Sie. Wie wär's denn damit? Eiskalt, fast neu. Türkis Metallic, das wär's. Raus. Und das, und das, und das. Du bist ihm nicht einfach so nachgegangen, du hast ihn ausspioniert wie ein Detektiv. Warum, Michael? Warum hast du das getan? Kann ich dir nicht sagen. 2 Wochen lang. Jeden Tag. Dann schau dir das an. Da steckt doch viel mehr dahinter, als du mir gesagt hast. Bitte, Rainer. Ich kann es dir nicht sagen. Warum denn nicht? Wer verbietet dir das denn? Hat dich jemand beauftragt? Sowas macht man doch nicht einfach so. Oder erpresst dich jemand? Zwingt dich jemand dazu, Kleber so auszuziehen? Bitte, Rainer. Frag nicht weiter. Es geht nur so. Nein, Michael, genau so geht es nicht. Mensch, wie soll ich dich denn verteidigen, wenn du mir nicht vertraust? Ich komme heute Nachmittag noch mal wieder. Bis dahin hast du Zeit nachzudenken. Und dann will ich was hören. Rainer? Ja? Wirst du das mit den Fotos und so, dass ich diesen Typ verfolgt habe? Das wirst du der Polizei sagen? Nein, natürlich nicht. Aber sage ich nur, wenn du mir die Erlaubnis dazu gibst, ist doch klar. Dann ist alles in Ordnung. Ach, Michael, wo hast du eigentlich die Kamera gelassen? Habe ich in meinen geworfen. Wo? Ja, zusammen mit der Pistole und den Handschuhen. Eingeworfen, ja. Danke. Bitte schön. Oh, neues Kleid? Ja, habe ich mir aus Paris mitgebracht. Sehr hübsch. Aber welche Verschwendung für dieses Büro? Tja, das habe ich auch schon festgestellt. Wohl bekommst. Danke, Helga. Ich habe es auch schon bemerkt. Aber nichts gesagt. Unser Trödelhändler Capella kennt den Kleber, obwohl er es bestreitet. Wieso? Und er hat das ganze Lager voll neuer Geräte. Die Frage ist, was hat Michael damit zu tun? Meinst du, er hat zusammen mit Kleber irgendwelche krummen Dinger gedreht? Nein. Vielleicht wollte er ihn übers Ohr hauen. Und deshalb hat Michael ihn umgelegt. Ich kenne Michael seit 10 Jahren. Der hat es nicht nötig, ein krummes Ding zu drehen. Was dann? Das muss was Persönliches sein. Nein, nein, das muss eine andere Erklärung dafür geben. Wenn er diesen Detektiv verfolgt hat, dann doch nicht, weil er ihn töten wollte. Warum erzählt er uns das denn nicht? Ich weiß es nicht. Es muss irgendwas vorgefallen sein zwischen diesem Kleber und Michael. Verstehst du irgendwas? Sag mal, Rainer, glaubst du etwa auch, dass er es war?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass Michael uns nicht die Wahrheit sagt. Verdammt nochmal, irgendjemand muss doch was wissen. Was ist denn mit seinen Freunden? Kennst du irgendwelche Freunde von ihm? Natürlich. Ja, ja, die gehen doch hier ein und aus. Sarah und Kurt sind am meisten mit ihm zusammen. Wir fahren am besten gleich hin. Es ist vielleicht besser, wenn ich da allein hinfahre. Warum? Vielleicht sagen sie nicht alles, wenn du dabei bist, aus Rücksichtnahme, verstehst du? Ach Quatsch. Aber ich such dir mal die Adressen raus. Bitte und ruf mich sofort an, falls du irgendetwas erfährst, ja? Klar. Hühnerkacke auch noch. Okay, danke. Tschüss. Mensch, Mensch, Mensch. Das stimmt also. Wer war das wirklich? Momentan sieht's ganz so aus, ja. Ja, hier ist von einem Michael H. die Rede. Mann, oh Mann. Wir hatten so gehofft, dass das nie ist. Also ich hätte das nie gedacht. Setz dich. Danke. Ja, fertig machen wollte er den Kerl, das hat er gesagt. Ja, aber ich meine, umbringen. Also Michael hat mit euch über die Sache gesprochen. Was hat er denn so erzählt? Er hat gesagt, dass er diesen Kleber fertig machen will, dieses Schwein. Ja, aber ich meine doch nicht so. Den lasse ich hochgehen, hat er gesagt. Darf ich? Was hatte Michael überhaupt mit diesem Kleber zu tun? Hat Kleber ihm irgendwas getan oder was war da los? Naja, das war doch wegen dieser Sache mit Dagmar. Was denn für eine Sache? Naja, also vom halben Jahr haben wir uns alle sehr gewundert, wie sie auf einmal alles sein gelassen hat. Sie hat sich vollkommen zurückgezogen. Ja, und sie hat sogar ihre Studienpläne aufgegeben, obwohl sie gerade einen Platz bekommen hatte. Naja, und jetzt jobbt sie nur noch. Naja, und als Michael dann vor 3-4 Wochen den Grund erfahren hat, ja, da hat er nur noch den einzigen Gedanken gehabt, das Schwein fertig zu machen. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen begriffsstutzig, aber können Sie mir nicht mal ganz konkret sagen, was vor einem halben Jahr mit Dagmar passiert ist? Erzähl du. Und heute Nachmittag bist du pünktlich, verstanden? Das brauchst du überhaupt nicht mehr zu kommen. Ob du mich verstanden hast, will ich wissen. Na also. Na komm, komm, komm. Haben wir doch einen an Storch. Ich sagte Storch. Ich hätte es merken müssen. Was bin ich für eine Mutter? Mach dir doch jetzt keine Vorwürfe. Du kannst doch noch wirklich nichts dafür. Trotzdem, seit 3 Jahren sind die beiden zusammen. Und plötzlich kommt Dagmar nicht mehr und ich frage nicht mal, warum. Das hätte nichts geändert. Michael hat doch selbst nichts gewusst. Was hätte er dir denn sagen sollen?
Sie ist zu Hause. Das ist ihr Auto. Angelika. Dagmar, pass mal auf. Das ist ein Freund von mir, Rainer Frank. Komm, grüß dich. Du sag mal, Dagmar, warum hat... Hast du mir denn nichts erzählt? Was denn? Naja, diese Sache mit dem Detektiv. Da hättest du mir auch nicht helfen können. Dagmar. Du kannst jederzeit zu mir kommen, das weißt du doch. Mit allem. Könnten Sie uns vielleicht erzählen, was vor 6 Monaten passiert ist? Ja. Warum? Er ist doch tot. Bitte. Dagmar. Ich habe etwas weggenommen. Ich weiß auch nicht warum. Einen Lippenstift in Pink. Der hätte sowieso nicht zu mir gepasst. Er hat es gesehen. Ich musste mitkommen. Er hat mir gedroht, jetzt käme die Polizei und ich würde angezeigt und dann wäre ich vorbestraft. Und meinen Job würde ich auch verlieren. Er hat gewusst, wo ich arbeite. Er hat mich dort mal gesehen. Er hat gesagt, er würde alles erzählen. Ich habe ihn angebettelt. Er soll mich laufen lassen. Ich würde sowas auch noch nie wieder tun. Irgendwie ist mir dabei herausgerutscht, dass ich gerade auf einen Studienplatz warte. Er hat gesagt, das könnte ich jetzt vergessen. Vorbestrafte dürften nicht studieren. Ich hatte solche Angst. Und ich war so verwirrt. Es war so... Und dann? Dagmar, was war dann? Ich könnte die ganze Sache vergessen, hat er gesagt. Aber das hätte seinen Preis. Er hat mich in ein Lager geführt. Dort waren lauter Matratzen und Betten. Ich wollte weg. Aber er hat mich nicht mehr gelassen. Es war ekelhaft. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Haben Sie Michael davon erzählt? Das konnte ich nicht. Ich konnte ihn nicht mehr ansehen. Ich kann keinen Mann mehr ansehen. Ich will mich von keinem Mann mehr anfassen lassen. Aber irgendwem hast du davon erzählt? Meiner Freundin, sonst niemanden. Ah. Michael hat davon erfahren. Er soll vorgestern Kleber erschossen haben. Michael? Ja. Michael war's? Ja, er hat es zumindest vor der Polizei zugegeben. Nein, nein, das darf er nicht. Ich bringe allen nur Unglück. Mein Mädchen. Lass mich! Dagmar. Lass mich doch in Ruhe. Frau Höber, wir... Ich kann nicht. Dagmar. Ich will nicht mehr.
Frau Höber, es ist doch... Woher weißt du das alles? Ach, das ist doch egal. Ja. Alles ist jetzt eigentlich egal. Einfach nicht gewusst, was los war. Ganz plötzlich. Von einem Tag auf den anderen wollte sie mich nicht mehr sehen. Nicht mal mit mir darüber reden wollte sie. Nicht mal das. Ich habe gedacht, da steckt ein anderer Kerl dahinter. Und dann, vor etwa 4 Wochen, hat Sarah davon angefangen. Sie hat gedacht, ich würde die Geschichte schon kennen. Aber ich hatte keine Ahnung. Was war vorgestern? Vorgestern? Vorgestern habe ich ihn erwischt. Oh, Mensch, Michael, warum hast du das nicht genau so dem Kommissar erklärt? Es ist für Dagmar schlimm genug gewesen. Sollst du das alles jetzt nochmal haargenau der Polizei erzählen? Und dann vielleicht vor Gericht? Nein! Nein, nein. Herr Schatte, Sie können sich darauf verlassen, dass das stimmt. Ihr so erfolgreicher Hausdetektiv hat ebenso erfolgreich Waren aus Ihrem Kaufhaus an einen Händler verschoben. Haben Sie das der Polizei gemeldet? Die Bullen? Ich recherchiere eine Story. Ich mache doch nicht die Arbeit der Polizei. Glauben Sie, dass da irgendein Zusammenhang mit dem Mord besteht? Oh, es würde mich sehr wundern, wenn das nicht so wäre. Vielleicht hatte Kleber noch einen Komplizen im Kaufhaus. Ach. Vielleicht haben die beiden noch Krach bekommen. Und was ist dann mit dem jungen Mann, der den Mord gestanden hat? Das ist eine andere Geschichte. Aber die Zusammenhänge sind mir noch schleierhaft. Herr Tabula, ich würde Sie... Matula. Sag ich, ich würde Sie gerne heute Abend noch einmal treffen. Ich habe jetzt etwas vor. Aber mich würden Einzelheiten interessieren. Sie verstehen, wenn so etwas in meinem Haus passiert... Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Rufen Sie mich bitte an. Danke, Herr Schlappe. Wiedersehen. Verstehst du, Rainer? Er hat sie psychisch umgebracht, dieses Tier. Michael, ich habe dir jetzt die ganze Zeit zugehört. Es gibt da ein paar Sachen, die irritieren mich.
Ich nehme an, dass ich jetzt alle Fakten kenne. Du wolltest für das, was Kleber Dagmar angetan hat, Vergeltung. Du beobachtest Kleber zwei Wochen lang, Tag für Tag, und dann bringst du ihn um, einfach so. Also, wenn ich mir diese Fotos hier ansehe. Michael, du hast Kleber an so vielen Stellen fotografiert, an denen es wirklich ganz leicht gewesen wäre, ihn umzubringen und unerkannt zu entkommen. Aber du suchst dir eine Stelle aus, an der du fast zwangsläufig gesehen werden musst. Du wirfst die Pistole und die teure Kamera ins Wasser. Du haust ab. Aber die Patronenhülse, die vergisst du in deiner Jackentasche, ist doch komisch. Die Polizei sucht nach der Pistole, aber natürlich findet sie keine. Michael, du hattest doch gar keine Pistole. Du wolltest doch was ganz anderes. Du wolltest Kleber nicht umlegen. Deine Freunde Sarah und Kurt haben mir das erzählt. Du wolltest Kleber fertig machen, ja. Aber anders. Legal. Irgendwie, irgendwas würde dir schon einfallen. Solche Leute wie Kleber, die haben doch immer was zu verbergen, nicht? Was sagst du dazu? Michael. Wenn ich mich so verhalte wie du, dann gibt es doch dafür eigentlich nur einen Grund. Ich will jemanden decken. Aber für wen würde ich so weit gehen, dass ich einen Mord gestehe, den ich gar nicht begangen habe? Doch wohl nur für jemanden, den ich sehr, sehr liebe. Und wer könnte das sein in deinem Fall? Michael, du hast gesehen, wie Dagmar Kleber umgebracht hat. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ach nee. Nicht Michael Hude? Nein, Dagmar war's. Wer ist denn das? Das ist die ehemalige Freundin von Michael. Und was hat die mit Kleber zu tun? Kleber hat sie praktisch vergewaltigt. Das passt genau zu dem, was ich über ihn im Kaufhaus gehört habe. Michael muss den Mord gesehen haben und dann alles auf sich genommen haben. Wie sieht denn das aus, wenn Michael bei seiner Version bleibt? Dann wird er wegen Mordes verurteilt. Es gibt nur eine Möglichkeit. Dagmar muss die Tat zugeben. Dann nichts wie hin. Unterwegs erzähle ich dir, was ich rausgefunden habe. Fährst du? Ja. Oma, komm. Ich muss nochmal weg. Dieser Detektiv war ein Mann des schnellen Zugriffs. Alles, was ich leider, Dr. Frank? Herr Matula. Ja, der ist gerade raus. Kann ich ihm was ausrichten? Wie war Ihr Name? Petra, wie? Das ist ja alles ganz interessant, aber was hat Michael damit zu tun? Wahrscheinlich ist auf den Fotos viel mehr drauf, als er eigentlich ahnt. Er hat zwar wie wild rumgeknipst, hat aber nicht herausgefunden, um was es eigentlich ging. Schön, aber wo ist deine Verbindung zwischen Dagmar und dem Mord? Tja. Was wollen wir denn hier? Dagmar arbeitet hier. Blond, verhuscht, trägt einen Schal. Sieht ziemlich fertig aus. Genau, das ist sie. Warum? Weil das deine Verbindung ist. Das ist der Laden von diesem Capella. Und deine Dagmar arbeitet für Klebers Hehler. Das gibt's doch nicht. Wollen Sie zu Dagmar? Ja.
sie ist weggefahren. Können Sie uns zufällig sagen, wohin? Ich glaube, sie wollte spazieren gehen. Jedenfalls hatte sie die Sachen an, die sie dafür immer anzieht. Ah, ja. Ich habe sie vorhin auf der Treppe getroffen. Sie war sehr abwesend. Sie hat mich nicht mal gegrüßt. Hat sie irgendwas? Es kann sein, dass es ihr nicht gut geht. Vielleicht könnten Sie uns sagen, wo wir sie finden können. Ist das so eilig? Kann es nicht warten, bis sie wieder zurück ist? Nein, nein, das ist schon sehr eilig. Hm. Da gibt's eine Gegend, dort ist sie öfter. Das ist ihr Auto. Sollen wir sie suchen oder warten? Komm, wir suchen sie. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Sie kann doch hier überall sein. Hey, guck mal da oben. Das ist sie. Die will springen. Ist sie verrückt? Dagmar! Nein! Rauf, los! Josef! Lass mich, ich kenn sie! Kommen Sie da runter! Nehmen Sie, hauen Sie ab! Warum machen Sie den Quatsch? Warum wollen Sie das tun? Hauen Sie ab! Michael schickt mich. Michael? Dann bringe ich doch nur Unglück. Ich bringe doch allen nur Unglück. Allen nur Unglück. Ich weiß auch nicht, warum. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht, Dagmar. Wenn Sie das jetzt machen, dann ist alles umsonst. Dann ist alles, was Michael für Sie tut, umsonst. Meine Schuld. Er durfte das nicht tun. Er hat es nur für mich gemacht. Nur wegen mir hat er ihn umgebracht. Nein, Dagmar, nein. Kommen Sie nicht näher. Warum sagen Sie, dass Michael ihn umgebracht hat? Sie haben es doch gesagt. Er ist doch im Gefängnis. Er war es aber nicht. Er behauptet, dass nur... Warum? Er hätte es doch zugegeben. Michael hat Sie gesehen, wie Sie Kleber erschossen haben. Und er deckt Sie nur, weil er Sie immer noch liebt. Dagmar, Michael sitzt für Sie im Gefängnis. Wollen Sie das wirklich verantworten? Warum tut er das? Gesehen. Er muss mich gesehen haben. Also doch. Sie haben Kleber umgebracht. Letzte Woche ist er zur Kapelle gekommen. Er hat gesagt, wir sollten uns doch mal wieder treffen, wo es das letzte Mal doch so schön war. Ich wollte weg. Er hat mich aber festgehalten. Er hat mich angefasst. Er hat mich wieder angefasst. Ja, ich wollte ihn umbringen. Und dann haben sie ihn erschossen. Ich wusste, wo diese Pistole war. In einem alten Sekretär im Lager. In einem Geheimfach. Ich habe sie genommen und bin zum Kaufhaus gegangen und habe dort auf ihn gewartet. Okay, Charlie, bis morgen. Alte Sau.
Michael muss sie gesehen haben. Er muss sie für die Mörderin halten. Wer sind Sie? Das ist Josef, ein Freund von Michael. Ist das die Waffe, mit der Sie Kleber erschießen wollten? Diesem Ding ist schon ewig nicht geschossen worden. Kommst du her? Sie war es nicht. Jetzt haben wir es gleich. Allerdings. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich wollte nur noch mal fragen, ob Sie nicht doch einen Kühlschrank haben. Türkis Metallic. Mit drei Sterne von... Hände hoch. Ach, der Herr Schlappe. Haben Sie kalte Füße bekommen? Muss das Zeug weg? Was ist mit ihm? Wird der Hehler genauso beiseite geschafft wie der Erpresser? Halten Sie den Mund. Was meint er denn damit? Er hat Kleber erschossen, das meine ich damit. Was? Ich hab gedacht... Wollte er einen größeren Anteil oder wusste er zu viel? Halten Sie den Mund. Du warst das? Du hast Kleber umgelegt. Das Zeug hier muss weg. Und er auch. Komm, hilf mir. Nein, 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 nein. So nicht. Mit Mord habe ich nichts zu tun, da steige ich aus. Du steckst genauso drin. Du machst, was ich sage, verstanden? Schlappschlappe! Kapelle! Holen Sie den! Die Freunde und Helfer sind auch schon da. Hat sie aber auch Zeit gelassen. Würden Sie bitte die Personalien von dem Herrn aufnehmen? Ich sage hier überhaupt nichts ohne Anwalt. Ja. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend, Herr Dr. Frank. Sie haben mir eine interessante Geschichte versprochen. Für Sie, von dem Herrn hier. Hochschlappe. Schatte. Sag ich doch. So, nun ist das mal. Ja? Ja, Herr Kommissar? Danke, Herr Kommissar. Danke. Danke für alles, Rainer. Schon gut. Sie sollten sich bei Ihrer Mutter bedanken. So, ich habe hier noch was für dich. Oh, ich glaube, ich brauche die jetzt nicht mehr. Freue mich. Na klar. Mich würde mal interessieren, wie ist Michael eigentlich zu der Patronenhülse gekommen? Die hat er auf den Boden gefunden und eingesteckt, weil er glaubte, dass sie zu Dagmars Pistole gehört. So ähnlich habe ich mir das fast gedacht. Nach diesem Tag haben wir uns einen schönen, gemütlichen Abend redlich verdient. Da sehe ich aber schwarz für dich. Wieso? Guck mal, wer da kommt. Josef! Mensch, sag mal, wo bleibst du denn? Ich habe die ganze Nacht vor deiner Wohnung auf dich gewartet und du bist nicht gekommen. Da habe ich heute bestimmt 10 Mal angerufen. Herr Schäfer schon ganz sauer deswegen. Da hat er mich auch noch angemutet, dass ich gestern... Schönen Abend noch, Herr Matula. Da bin ich zu dir gefahren. Nein, aber wir müssen doch dringend den nächsten Fall besprechen. Nee, nee, nee.